Jetzt erstmal, ob hier irgendein Goblin-Knochen landet, weil wir haben auf alle Fälle Goblin-Knochen. Nur glaube ich, die Goblin-Leichen hier oben sind nämlich verboten. Ich erlaube sowieso mal hier den ganzen Schein. Da kommt der hier mal weg hier. Der ganze Mist. So. Ich glaube, ich habe einen Startpunkt gewählt, wo halt nur Goblins und Zwerge in der Nähe sind. Und Menschen, aber halt keine Elfen. Voll enttäuschend. So, warum die Suche hier oben noch drin ist, die eh nichts bringt, weiß ich nicht. So, was brauchen wir nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Ich, keine Ahnung, kaufe wieder komische Musikinstrumente für die kommenden Kirchen. So teuer sind die jetzt auch nicht. So, Katzen, Lama, Bulle, Katzen, nein. Kein Hände. Jetzt haben wir mal einen Rooster. In der letzten Festung konnten wir keine Rooster kaufen. Da hatten wir nur Hens und jetzt haben wir einen Rooster und können keine Hens kaufen. Ich mag nicht die leeren Fässer kaufen. Lass wenigstens ein bisschen Alkohol kaufen. Wir haben 300 übrigens. Wir brauchen nichts kaufen. Eimer? Ja, du bist mir zu teuer. Silber Battle Axe, das könntest du vergessen. Schwerter. Ich bin immer noch dagegen, dass ein Zwerg jemals überhaupt ein Schwert in die Hand nimmt. Das sind reine Axt- oder Mace-Kämpfer. Ich bin aber für Stahlbrustplatten. Und alles, was wir jetzt an Klamotten noch kaufen können. Wie Shirts und Clothes und Kleidchen und Schuhe. Steel High Boots haben wir es. Socken, immer wichtig. Bronzeschild wohl eher nicht. Kappen mag ich nicht. Hut. Handschuhe. Schöne Seidenhandschuhe. Bags. Oh Gott. Wir hatten Sand gefragt, ne? Wenn ich jetzt Bags kaufe, kostet uns das gerade mal knapp über 5.000. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, ich verkaufe meine Edelsteinkisten und noch eine Edelsteinkiste und dann bin ich ja, ich kann auch einfach sagen, hier Mark All. Muss ich nur noch mal sicher gehen, dass wir jetzt keine epischen Artefakte wieder verkaufen. 2000er Kiste. 3000er Kiste. Nö, keine Artefakte bei. Das heißt, wir kaufen alle Beutel. Das heißt aber, wir haben auch jetzt alles Mögliche an Mehl und so weiter, ne? Dann brauche ich das nicht durchklicken, ne? Faulheit siegt. Figurinen brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, Ringe brauchen wir nicht, oh, nicht, Endbilds haben wir genug, dann kaufen wir noch alles im Fleisch, jetzt müssen wir das ganze Geld loswerden. Fleisch, Fisch, dann kommt, nee, Plumpell mit's nicht. Früchte, Früchte, Früchte. Das Fett, das wird sowieso direkt in Kloss verarbeitet, dann brauchen wir noch Hosen und Grease, Leggings, aus irgendwelche Bronzesachen. Eine neue Unterhose. Giant Mold Laser Blazes, was auch immer das ist. Backpacks können wir auch machen. Der ist mir zu teuer, der eine. Köcher könnt ihr vergessen, könnt ihr vergessen, könnt ihr vergessen. Käse. Auch viel zu wenig. Bisschen was fürs Krankenhaus wieder tun. Nestbox bringt uns nicht, weil wir haben keinen Hühner. So. Das noch auch wieder Musikinstrumente oder nicht? Oder zumindest, okay, jetzt haben wir viel zu viel. Profit 14.000, das könnt ihr vergessen. So, eine 800er Kiste noch weg. Die noch weg, noch 7.000 plus. Ja, nee, ist klar. Vier, 4.000? Und was traden wir jetzt mal? Trade? Das Counter-Offer ist jetzt was jetzt schon wieder alles? Ganz viele Edelsteine. Oder was? Kann ich hier drin jetzt nicht mehr das vernünftig? Nee, irgendwie. Funktioniert das mit diesem Scrollding an der Seite gar nicht jetzt, ne?
Sag ich, okay. Also hier die Goblets, ne? 10.000. Ihr könnt auch nicht. Hier. Die können nicht 100% Gewinn erwarten. Das ist doch verarsche. Also ich gönne Händlern ja eine Marge, ne? Ich habe ja selber was Kaufmännisches gelernt und ist ja alles gut und so, ne? Aber das ist doch ein bisschen sehr dreist. Kann ich irgendwie noch mal Kiste so komplett abwählen? So die hier zum Beispiel, so. 7.000. Was kaum. Trade. Das machen wir. Guck mal, jetzt nehme ich noch mal so eine kleine Kiste. Und die schenke ich euch? Schenke ich denen was? Nein, ich schenke denen nichts, sonst kriege ich nachher wieder einfach den. Sonst kriege ich nachher doch wieder die Königin, ohne dass ich sie will. Ist ja auch doof dann. Das heißt, wir haben jetzt wieder alle Möglichkeiten. Oh, jetzt sind wieder ewig beschäftigt, die Zwerge, die ganzen Sachen hier abholen, ne? Gut, die Steine laden die jetzt ein. Das ist interessant, wie schnell sie das auch einladen, ne? Bö. Man sieht genau, wie die jetzt alles sozusagen wieder einpacken. Finde ich cool. Also wird halt wirklich, das ist immer, das finde ich halt immer wieder schön, es wird halt wirklich jedes einzelne Teil wird wirklich ausgepackt und wieder eingepackt. Einfach nur eine Liste, die dann plötzlich irgendwann aufpoppt, weil gesagt wird, so, das ist fertig. Okay. Der Marksman, den Goblin. Hey. Oh. Der Captain of the Guard ist besessen. Ja, das läuft doch so. So, und jetzt gucken wir nochmal nach unseren Knochen, die immer noch nicht da sind. Aber Goblin-Knochen haben wir jetzt, ne? Haben wir festgestellt. Hier laufen erstmal ganz viele Knochen. Aber hier sind auch. Usub Mosnub müsste doch eigentlich ein Goblin gewesen sein. Ne? Warten wir noch auf den komischen Goblin-Knochen. Hier ist ein Armknochen. Da ist auf jeden Fall Goblin-Blut drauf. Also wird es auch ein Goblin-Knochen sein. Und der ist nicht verboten, das heißt, irgendwann sollte jemand die Goblin-Körperteile hier runterbringen. Oh ja, da freuen sie sich. Stoneworker-Workshop. Aber aktuell noch unterwegs. Außer er hat den hier oben genommen. Nein. Sollten wir den hier oben vielleicht mal entfernen? Ja, ne? Den Stoneworker-Workshop hier oben brauchen wir gar nicht mehr. Den Carpenter hier oben brauchen wir auch nicht mehr. Den Craftswars Workshop hier oben können wir auch wegreißen. Nur den Juwelier hier oben brauchen wir noch und den Tenner. Die Zwerge haben keine Zeit, die ganzen anderen Sachen aktuell zu machen. Ne? Die sind mit allem möglichen Mist beschäftigt, was dafür sorgt, dass die hier nicht engraven und die letzte Ebene nicht gebaut werden kann. Und ich höre auch um 11 wollte ich heute wieder aufhören. Und ich wollte heute damit fertig werden. Das heißt, ich muss heute länger machen. Was euch hoffentlich nicht stört. Also ich werde dann wahrscheinlich. Also ich werde auf alle Fälle so lange machen, bis ich die letzte Ebene von unserer großen Halle da unten zumindest gebuddelt habe. Wenn die nicht komplett engraved ist, dann ist das okay. Aber sie muss zumindest da sein. Ich muss da unten designieren. Ich will endlich. Wie gesagt, die Zwerge, aktuell ist das die Dining Hall der Zwerge. Dieser kleine Raum. Zwei Tische, zwei Stühle. Moin Uhu, schön, dass du da bist. Ja, muss ja auch. Aber die letzte Ebene fehlt halt noch. Und die muss heute fertig sein. Also, wie gesagt, zumindest gebuddelt werden muss die heute. Und von mir aus noch gesmoothed, aber wenn der ganze Boden gesmoothed werden muss, kann ich sagen, auch noch engraven. Wenn ich sage, das muss heute noch engraved werden, das schaffe ich eh nicht mehr, weil es auf alle Fälle nach Mitternacht erst fertig sein wird. Aber die Halle muss fertig sein. Das ist einfach nur, nein, das ist einfach nur unsere große Halle.
für unsere Zwerge. Sie ist zu groß, um die jetzt irgendwie voll cool auch mit einem Metall auszulegen als Boden, oder? Nee, das Smoothen ja nicht. Smoothen, das machen die ja wirklich schnell. Das Engraven dauert halt ewig. Ja, also da ja im Gegensatz zu Classic wirklich alle am Smoothen und Engraven sind, ist das Smoothen ja wirklich eine Sache, wenn die keine anderen Aufträge haben. Ne? Also nichts anderes, ein paar sind am Schmelzen, ein paar kümmern sich um Pflanzen und so weiter, aber sagen wir von den 99 Zwergen, die wir aktuell haben, ziehen hier nachher, keine Ahnung, 60 Zwerge nachher durch und smoothen hier nachher die Halle. Das geht zügig. Der Captain of the Guard hat eine Gabbro-Statue von Zulban, wer auch immer das ist, und wurde uns geschenkt. Okay, dann gucken wir uns mal die Statue mal an. Also, weißt du, Qualität, erstmal ist sie ordentlich was wert. Das ist cool. Das heißt, die Statue kommt schon mal in einen Step in den Thronsaal unserer Königin, die noch nicht da ist. Dann haben wir den schon mal direkt auf Royal-Status, weil es ein Artefakt. So, es ist ein meistervolles Design-Image von Zulban. Hat er von sich selbst eine Statue gemacht? Nee, Edam ist nochmal Captain of the Guard, hat das hergestellt. Ist mich gerade verwirrt. The Dwarf entwarfs in Gabbro bei Edan, okay, bei ihm. Zulban Crosshack ist surrounded by the Dwarf. The art relates to the ascension of the Dwarf von irgendeinem Zwerg in der Position zur Königin im Jahre 73. Alter, das ist 1500 Jahre fast her. Sind noch ein paar Gabbro-Kugeln drumrum und ein bisschen Edelgroter Edelstein und Bänder aus Pilzholz und noch mehr Bänder aus Gabbro und Holz, also Pilzholz. Hängende Ringe aus schwarzen Edelstein und Spitzen aus Holz und Steinen. Dann ist da noch ein Bild drauf von einem Zwerg und anderen Zwergen in Wolle. Auch der Zwerg ist von den anderen Zwergen umringt, weil es geht um den Zwerg, der 524 irgendwo Baroness geworden ist. Und dann ist da noch ein Bild drauf von zwei. Ich weiß jetzt nicht, was ein Icoshedra ist, aber es ist auf alle Fälle aus schwarzem Edelstein. Das weiß ich gar nicht. Ja, also du könntest auch jetzt hier sagen, es kann nur einer das engraven, das ist klar. Dann ist der Skill auch höher. Aber nee. Aber auch in Classic haben sie es relativ zügig doch gelernt. Also ich hatte nie das Gefühl in Classic oder so, dass es ewig gedauert hat, bis ein Zwerg gegriffen hatte. Wie vernünftig meisterhafte Engravings durchlaufen. Die haben sie nachher, die haben da früher nur noch meisterhaft engraved in Classic. Das ist halt gerade die Frage. Klauen sie mir das, wenn ich das jetzt baue? Bauen, Statue, aber spezifisch. Ich baue die da in die Ecke. Weil du das bist, so. Die Schlafzimmer sind doch jetzt hier auch fertig. Da können sie auch nichts mehr machen, ne? Nö. Mit den Aufträgen sind sie durch. Abreise haben sie auch gemacht. Die Händler sind weg. Und hier liegt noch irgendwie relativ viel Futter und so drinne. Was aber nicht schlimm ist. Hauptsache, wir haben noch mehr Migranten. Wie ich das genau nachher mit der Halle mache, wenn sie erstmal sozusagen gebuddelt wurde, weiß ich selber auch noch nicht. Das Problem an Flüssigkeiten ist halt immer, dass damit könnte man arbeiten. Das stimmt. Das Problem an Flüssigkeiten ist immer, dass Flüssigkeiten auf die FPS gehen. Sonst könnte man auch sagen, okay, man lässt jetzt von oben direkt mittig hier in dieses so ein 2x2-Feld in die Mitte. Lässt man jetzt Magma-Säule runterlaufen, die irgendwo da unten, keine Ahnung, irgendwo im Nichts verschwindet. Und dann,
Aber ich weiß nicht, ob das schön ist. Ja, genau, das ist halt das Problem. Deswegen habe ich auch diesmal im Gegensatz, die letzte Festung habe ich ja noch die Magma und so weiter hochgepumpt. Das mache ich jetzt hier extra nicht, um nochmal ein bisschen an der FPS sozusagen zu sparen. Deswegen habe ich halt direkt hier unten bei der Magma diesmal gebaut. Was gar nicht hier unten hätte sein müssen, weil woher konnte ich ahnen, dass ich Magma auch in Cave 1 schon habe? Das hatte ich sehr. Also das war bisher immer extremst selten, dass ich mal eine Festung hatte, wo... Nein, die bringen eigentlich gar nichts. Das ist einfach nur... Keine Ahnung, was sagt man jetzt dazu? Ich wollte gerade sagen Egoismus, aber Egoismus, ist das Narzissmus? Ich will mich geil fühlen, indem ich einfach eine große Halle baue. Also, nein, sie bringt wirklich nichts. Also auch, dass ich jetzt jede Ebene engrave, dass ich 7 Ebenen engrave, bringt nichts. Weil nur die unterste Ebene kann also ich kann eine Zone nicht über mehrere Ebenen festlegen. Das heißt, ich kann hier unten auf der letzten Ebene wird eine Zone festgelegt, nur von dieser Zone wird halt der Wert genommen. Alle Ebenen darüber sind somit einfach vollkommen irrelevant zur Wertbestimmung der Location. Da ist ja schon wieder irgendjemand gestorben. Wenn die Malitio Commanders die Regel jetzt hier zweimal in Folge direkt gewechselt wurde und der Sheriff auch, da ist auch wieder irgendwo Massensterben angesagt in unserer Zivilisation. Und der, wie gesagt, ich kann jetzt nicht channeln, solange das hier nicht engraved wurde. Weil auch über die Rampe kommen sie dann hier nicht dran, um es zu engraven. Und ich würde es sehen. Wäre ja nicht schlecht, wenn es nach einer gewissen Anzahl Zeit nach draußen zählen würde, weil wenn das draußen zählt, dann könntest du hier drinnen ja theoretisch deinen ganzen Müll auch ablagen, ohne dass ein Miasma entsteht. Aber das funktioniert nicht, weil draußen kann nur zählen, wo einmal Sonne drauf schien. So war es jedenfalls in Classic. In Classic konnte man ja auch theoretisch, wenn wir jetzt hier oben unsere große Fläche nehmen, hat man ja gechannelt. Ne? Keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel hier channeln würde. Raum, dann ist der erstmal sozusagen Licht durchflutet, dann kann ich einen Boden draufsetzen von hier oben, dass der Raum sozusagen wieder abgeriegelt ist, aber er zählt trotzdem dann als draußen, weil da einmal in seiner gesamten Existenz einmal Sonnenlicht draufgefallen ist. Und ich glaube nicht, dass sie das geändert haben, auch wenn es halt diese Möglichkeit der Ansicht, ne, gab es ja sonst immer... In Classic gab es hier rechts immer diesen Balken und dann gab es hier unten diese Werte. Light, Ground, wie auch immer. Und das habe ich hier aktuell noch nicht gefunden. Aber die Wertigkeiten selber werden sie auch in dieser Version noch haben, nur nicht angezeigt. Jetzt fangen sie an. Denn vorher mussten sie den Handel mussten sie noch durchführen und die Schlafzimmer befüllen. Das heißt, ich warte jetzt auch erstmal, bis guck mal, das ist sogar suspended worden, weil die sich gegenseitig im Weg standen. Da gibt es schon gar keinen Schrank mehr.